Hallo, die Europawahlen 2019 stehen vor der Tür. Deswegen würde ich einfach mal sagen, geht bitte alle wählen. Das ist wichtig. Wir haben ja schon bei Artikel 13 ja schon so ein bisschen geguckt und da wäre es einfach auf jeden Fall mal gut, jeder, der wählen kann, auch wählen zu gehen, um auch einfach den Politiker auch einfach mal eine kleine Klatsche zu geben und zu sagen, hey, dann werdet ihr einfach nicht mehr gewählt. Ich war übrigens auch schon wählen, das seht ihr jetzt. Ja, schön, ne? Ich habe einfach Briefwahl gemacht und es vor beantragt und habe dann einfach nur den Brief in den Briefkasten reingeschmissen. Fertig. Könnt ihr natürlich auch machen. Ich glaube, jetzt ist schon ein bisschen spät, weil wenn das Video rauskommt, ist es Mittwoch. Könnte vielleicht ein bisschen schwierig sein noch für Briefwahlen. Jedoch kann man das auf jeden Fall auch beim nächsten Mal tun. Ansonsten einfach am 26. Mai, also am Sonntag, einfach in die Wahllokale gehen, kurzen Kreuz, also natürlich kurz hingehen, sagen, hier ist mein Wahlschein, kurzen Kreuzchen machen, fertig, und dann könnt ihr auch schon wählen und dann macht ihr euer Kreuzchen halt irgendwo, wo ihr gerade lustig seid. Und dann schauen wir einfach mal. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie sehr so ungefähr SPD, CDU und so weiter einfach abstimmen, beziehungsweise auch abschneiden. Und würde mich natürlich, glaube ich, schon freuen, wenn es so ein kleiner Politkrimi wird und einfach die einfach viel weniger Stimmen haben und bemerken, dass sie mit ihrem Artikel 13 Gedöns einfach mal Kacke gebaut haben. Ansonsten, wenn ihr nicht wisst, was ihr genau wählen könnt, ich hatte den Wahl-O-Mat benutzt. Ich habe jetzt gesehen, der ist irgendwie inaktiv oder deaktiviert. Ansonsten einfach bei den Parteien nachgucken. Also das könnt ihr auch. Also einfach gucken, welche Partei sagt euch zu, welche Partei sagt euch nicht zu. Und dann einfach schauen, die würde ich gerne wählen oder die würde ich einfach gerne weniger wählen. Die haben ja auch alle auch einen Wahlspot und da könnt ihr auch quasi auch so ein bisschen gucken. Ist natürlich ein bisschen mehr Fuselei als sonst, aber es gibt auf jeden Fall gute Parteien, die ihr auf jeden Fall auch wählen könnt. So, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wollte nur mal kurz erwähnen, geht wählen und ich habe schon, war schon wählen und freue mich auf jeden Fall auf den Politik-Krimi. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall auch einer. Deswegen geht wählen. Also, bis zum nächsten Mal. Sagt dir der Aktive Wolle. Tschüss.